Mitte diesen Jahres bin ich auf der Suche nach Kosmetik gewesen, ohne Duftstoffe, die reizarm ist. Und natürlich muss die bei mir auch vegan sein. Und ich bin auf Face the Ori gestoßen. Und wie ich dieses Produkt finde, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und heute möchte ich dir ein Face the Ori Produkt vorstellen. Und zwar ist das der Vitamin C Cream Cleanser. Und das ist seit langem der erste Cleanser wieder, den ich in der Form verwende. Ich habe früher mal, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Marke das war, mal einen Cream Cleanser verwendet. Und ich weiß, ich mochte das nicht so wirklich. Ich bin mit sowas nie so richtig warm geworden. Ich bin auf Face the Ori aufmerksam geworden, weil ich die Pille abgesetzt habe und dadurch meine Haut einfach gefettet hat. Also innerhalb von einem Tag ist mein Pony richtig abgegangen. Und ich habe mich so ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt und man weiß ja, man darf gerade bei fettiger Haut die Haut nicht noch mehr austrocknen. Also man tendiert bei fettiger Haut meistens dazu, dieses Fett abzunehmen und was zu verwenden, was austrocknet, ist aber kontraproduktiv, dann fettet die Haut noch mehr nach. Also war für mich halt wirklich nur so ein Produkt die Lösung und ich bin so ein bisschen auch über meinen Schatten gesprungen. Ich habe dann das Vitamin C den Vitamin C Cream Cleanser verwendet und hier ist auch AHA drin. Ich habe mit AHA ja schon meine Erfahrungen gemacht, war aber so ein bisschen vorsichtig, gerade mit dem Toner zusammen, den ich ja auch habe. Du findest übrigens hier unter dem i findest du einen Ordner mit weiteren zwei Produkten, die ich schon getestet habe. Und ich habe die vorher nicht beide aufeinander verwendet, weil zwei Produkte mit noch Säure, ich war ein bisschen vorsichtig. Also hier ist wie gesagt Milchsäure enthalten und die merkt man auch so ein bisschen auf der Haut, gerade am Anfang. Also wenn du geübt bist und das regelmäßig verwendest, merkst du es nicht mehr. Aber am Anfang habe ich die schon gemerkt. Und wie schon erwähnt, ich habe es dann nicht mit dem Toner mit zusammen verwendet, weil ich halt ein bisschen vorsichtig an die Sache rangegangen bin. Und meiner Meinung nach sind die Face the Ori Sachen auch so zu handeln, dass man halt das langsam in die herkömmliche Gesichtspflege so langsam einbindet, wenn man gerade mit Säuren und Co. noch nicht so viel Erfahrung hat. Das ist übrigens das Produkt, mit dem ich am Anfang so meine Probleme hatte, weil das normale Auftragen, das hat bei mir irgendwie nicht so funktioniert. Eigentlich sollte ein Pumpstoß reichen. Ich bin irgendwann mal übergegangen und habe drei verwendet. Drei ist fast zu viel, zwei geht so. Also ich tendiere immer von, also zwei bis drei verwende ich meistens immer. Und ich habe es anfänglich, wie schon erwähnt, mit den Händen aufgetragen. Das hat für mich nicht funktioniert und bin dann übergegangen und habe es mit einem Cognac-Schwamm aufgetragen, was wiederum richtig gut funktioniert hat. Meine Haut hat aber sich dran gewöhnen müssen. Also die Poren waren anfänglich schon so ein bisschen verstopft, das hat sich aber wieder gelegt, weil hier ist eben auch AHA enthalten und das macht die Poren ja auch wieder so ein bisschen frei. Und du bekommst so einen richtig gesunden Glow. Ich würde fast sagen, man sieht das ganz oft auf meinen Videos, was so ein bisschen aussieht wie fettige Haut. Ist meistens bei mir keine fettige Haut, sondern ich habe so einen richtigen Glow bekommen auf der Haut. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube das immer selber und ich greife mir dann meistens auch immer übers Gesicht, wenn ich gerade in die Kamera gucke, um zu schauen, ist es wirklich fettig. Und dann ist es meistens nicht so. Und ich habe so ein richtig gesundes Leuchten, was richtig toll ist. Face the Ori ist ein Konzern, der sehr von sich überzeugt ist. Also wenn Produkte für dich gar nicht funktionieren, dann kannst du innerhalb von 365 Tagen das Ganze wieder zurückschicken. Ich habe das in der Form noch bei keinem Unternehmen erlebt. Die Produkte sind vegan und tierversuchsfrei. Das ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit gewesen. Jetzt ist es natürlich ein englisches Unternehmen. Wie das mit dem Brexit wird, kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber ich habe die Produkte von Deutschland aus geschickt bekommen. Die Website ist ja deutsch. Findest du unten im ersten Kommentar verlinkt. Und ich bin so richtig zufrieden mit dem Produkt. Möchte dennoch aber noch einen anderen Cleanser probieren. Da gibt es noch einen, der interessiert mich und den werde ich mir das nächste Mal auch holen.
Ich finde das Produkt nicht ganz so sparsam wie die anderen zwei. Also die anderen zwei verwende ich ja jetzt eigentlich genauso lang wie das hier. Und das verwende ich nur jeden zweiten Tag und das einmal am Tag bloß und das abends eben. Und für das, klar, okay, ich nehme 2 bis 3 Pumpstöße, klar, dann verwendet man ein bisschen mehr. Aber dennoch habe ich das Gefühl, wenn ich zu wenig nehme von diesem Produkt, dass ich nicht so diesen Sauberheitseffekt habe. Also den habe ich dann, wenn ich tatsächlich genug aufgetragen habe. Ich weiß nicht, ob man mich in der Hinsicht versteht. Die Produkte kommen meist in so braunen Flaschen und hier konnte man, glaube ich, nicht abwählen, ob es mit Duft sein sollte oder nicht. Also dieses Produkt ist ohne Duft und verweilt ungefähr 1 Minute oder 2 Minuten auf dem Gesicht, bis es wieder runterwäscht. Also du trägst dir die ganze Geschichte auf. Und bei mir funktioniert das halt mit dem Schwamm am allerbesten. Da habe ich am besten das Gefühl, dass ich da auch so ein bisschen Reinigung in die Geschichte reinbringe. Und du lässt es dann 1 bis 2 Minuten einwirken und spülst es dann wieder runter. Und das Ganze wird auf feuchter Haut aufgetragen. Und man bekommt super leicht Make-up runter. Das habe ich auch schon probiert. Das funktioniert einfach 1A. Hier soll stabiles Vitamin C enthalten sein, was ja gut, ein gutes Antioxidant ist. Du kannst es aber nur auf lange Sicht beschreiben, finde ich. Also ich habe schon ein paar Vitamin C-Produkte gehabt, konnte da aber nie so wirklich jetzt sagen, was das für mich gemacht hat. Es war ein schöner Nebeneffekt, man weiß halt, was Vitamin C kann, aber ein sichtbarer Effekt. Den hatte ich irgendwie vom Vitamin C nicht so wirklich. Aber ich denke mal, so auf langer Sicht ist der Effekt eben schon da und er ist relativ einfach und sanft. Und ich finde auch, dass Produkte immer am ehrlichsten sind, wenn sie dir nicht irgendwie durch irgendwelche Inhaltsstoffe irgendwas vorgaukeln. Also es ist ein sehr ehrliches Produkt von dem her und es reinigt einfach richtig gut, obwohl es halt wirklich eine sanfte Alternative ist. Wie war es mit meiner fettigen Haut zusammen? Anfänglich, habe ich ja schon gesagt, hat sich meine Haut so ein bisschen dagegen gesträubt. Aber dann hat es richtig gut funktioniert. Und ich habe aber dennoch das Gefühl, wenn ich das zu häufig anwende, dass ich doch mal das Bedürfnis habe, irgendwie mir mit einer Seife übers Gesicht drüber zu geben. Was ich auch alle 2 Tage einmal mache, muss ich zugeben. Dieses Produkt kostet 13,99 €. Der Preis ist vollkommen in Ordnung, wenn du ein bisschen sparsamer mit dem Produkt umgehst wie ich. Ich bin nicht ganz so sparsam, wenn ich ehrlich bin. Dann hebt es dir auch wirklich eine Weile. Ich werde als nächstes Produkt einen anderen Cleanser auf jeden Fall mal ausprobieren von Face Theory. Also ich bin total angefixt, was die Marke betrifft und kann absolut nicht verstehen, dass in Deutschland kaum jemand über die Marke spricht. Kann ich nicht verstehen. Guck mal unter dem i, da findest du einen ganzen Ordner. Da habe ich bereits schon 2 Produkte vorgestellt. Das ist jetzt das dritte. Mich würde interessieren, ob du Face Theory kennst. Wenn ja, schreib gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, auch wenn du jetzt beispielsweise andere Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht hast oder andere Produkte getestet hast, kannst du mir das gerne mal schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.